Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, Sie sind genauso farbenfroh gekleidet wie ich. Sie müssen aber nicht. Und ich bin auch nicht das Vorprogramm. Ich bin der Erfinder und Veranstalter dieses Festivals. Wir machen es seit 17 Jahren. Das American Cajun Blues and Zydeco Festival. Musik aus verschiedenen Genres aus Louisiana. Cajun ist sowas wie die weiße Variante der Musik in Louisiana. Der Blues hat in Louisiana eine große Tradition, anders als vielleicht in Chicago, Memphis, aber sehr spannend auch. Und Zydeco ist, sag ich mal, die schwarze Variante der Musik in Louisiana. Cajun und Zydeco sind eigentlich Tanzmusik, das heißt, wenn Ihnen danach ist, wir haben ein bisschen Platz, es gibt sogar Walzer und so ähnliches, lassen Sie Ihren Mut freien Lauf. Wir haben drei Bands. Ich bin auch, wie Sie gleich Mitglied in einer Band. Ich bin der Einzige, der unsere gemeinsame Sprache kann. Ansonsten haben wir Englisch, Französisch, Belgisch, Italienisch, alles Mögliche an Musikern. Wir haben eine Band, oder eigentlich zwei Bands aus Louisiana. Yvette Landry in France. Eine Frau, die singt, spielt Gitarre, Piano, ist seit... man kann sagen, 40, 50 Jahre in der Cage-Musik in Louisiana unterwegs. Sie werden es als dritte Band hören. Als zweite Band haben wir eine Blues-Band und einen Mann namens Papa Mani, der kommt ursprünglich aus Mississippi, ist dann über Louisiana nach New Orleans gekommen. Ganz spannende Musik auch. Ich weiß nicht, ob es ein paar Grateful Dead-Fans gibt hier. Er spielt auch immer wieder ab und zu mit dem Schlagzeuger der Grateful Dead. Hat mit Willie Nelson eine Platte gemacht, also ganz spannend auch. Und das ist ja nämlich die erste Band, bei der ich auch Mitglied bin. Uns gibt es seit über 10 Jahren. Wir sind 5 Musiker aus 5 Ländern. Ich sage immer, bei uns funktioniert die EU. Bei uns gibt es keinen Brexit, obwohl wir Engländer in der Band haben. Was immer zu Diskussionen führt. Aber noch dürfen sie ohne Visum einreisen und auch wieder ausreisen. Und ich freue mich sehr. Wir sind zum ersten Mal hier, wir freuen uns sehr in Buchholz zu sein, in der Nordheide. Wir sind sonst in ganz Deutschland unterwegs. Heute unser erster Abend, also Sie müssen uns besonders unterstützen. Wir tun natürlich jeden Abend das Beste für Sie, aber der erste Abend ist natürlich immer ganz spannend für alle, weil man nicht so weiß, passt das alles, funktioniert das alles. Alle haben sich große Mühe gegeben. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Und ich stelle einfach die Musiker vor. Wir machen die erste Band, dann die zweite Band, da gibt es eine kleine Pause zum Vertreten. Es gibt draußen CDs von allen Bands, Sie kriegen auch die CDs unterschrieben als Souvenir für zu Hause. Dann kommt die dritte Band, Yvette Landry, und danach gibt es noch einen kleinen Jam mit ein bisschen Überraschung, wo alle Musiker zusammenspielen, die noch nie zusammengespielt haben, was immer sehr spannend ist und einfach ganz neue Geschichten bringt. Und jetzt, ich glaube, Sie sind hier, um Musik zu hören und nicht um auf einen Mann zu gucken im Blumenanzug. Der Grund ist, ich habe früher sogar schwarz geladen und die Band hat sich beklagt, zieh doch mal was Buntes an. Genau, das haben sie jetzt davon. Inzwischen trägt der Rest. Vielen Dank für die moralische Unterstützung. Inzwischen ist es soweit, dass der Rest der Band schwarz trägt. Und ich denke, okay. Wie immer. Cajun Roosters, 5 Musiker aus 5 Ländern. Am Schlagzeug, à la Batterie, on the drums. Franzose, Monsieur Antoine Fèvre. Jede Cajun-Band braucht eine Fiddle. Er macht das ganz besonders gut. Er spielt schon seit 25 Jahren Cajun-Fiddle. Er kommt aus Belgien, hat auch in Holland schon eine Cajun-Band gehabt, vor 15 Jahren preisgekrönt und stieß vor ca. 4-5 Jahren zu uns. An der Fiddle, Mr. Monsieur Antoine, David Paul. Konfusion. Sorry, David. Bei ihm müsst ihr aufpassen, er spricht inzwischen auch sehr gut Deutsch. Er hat inzwischen deutsche Freunde. Rechts außen von Ihnen an Mikro, was relativ weit unten ist, was aber nichts bedeutet. Unsere Sängerin und Gitarristin, sie kommt aus Schottland und hat eine fantastische Stimme, was Sie gleich hören werden. Hazel Scott.
Und schließlich in der Mitte in der Kirchenmusik und im Salto ist das Akkordeon, vor allem das diatonische Akkordeon, das Leben der Geige, das Liedinstrument. Aus England, noch ist es United Kingdom, aus Derry, Mr. Chris Hall. Music, some Creole, a little bit of blues. Gonna start with an old song, maybe 100 years old, called the Blues Prison. This is a country number originally done by Kitty Wells. Another one that features Hazel on vocals. This is Hazel Scott, by the way, all the way from Scotland. Come on, give her a round of applause. Thank you very much, Jameson. She's going to do a little song for you called The Wild Side of Life. Goes like this. Thank you.
Cajun-Szene. Es gibt Cajun-Musik eben auf dem Cajun-Akkordeon, was für eigentlich mal aus Deutschland kam. Hat eigentlich nur eine Tonart wie eine Bluesharp. Also wir hatten ja auch eine Tonart, aber hier auch was anderes. Und später kamen auch die großen Akkordeons dazu. Das ist eins jetzt aus Italien, was gerne in Louisiana gespielt wird für die Salica-Musik. Chris hat auch vor Jahren Titel geschrieben, wir waren unterwegs. Irgendwo in Bietigheim, ein bisschen irgendwo im Süden. Oh!
Yep, oh, well, somebody from Bietigheim-Bissingen, obviously. Hello. Welcome! So that's for you, the song. And it's simply, it's... Er war in der Früh am Kaffee im Hotel und sah da und Double Shot klang ein super Titel. Er hat einen Song daraus gemacht. It's not about coffee, it's about... Sex. Can I repeat that? He said three words I don't dare to say. He said it's about sex. Or love. Let's call it love. My love. And the question is, what happened in Bietigheim-Bissingen? We don't want to know. Anyway, this is goes out to Bietigheim-Bissingen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Thank you.
So, jetzt gibt es was Besonderes. Bevor das Akkordeon nach Louisiana kam, gab es nur die Viertel, waren auch zwei Viertel, es gab kein Schlagzeug, kein Strom, aber Rhythmus wollte man auch. Dann kam irgendwann auf die Idee, wir haben noch zwei Hirnstöckchen, mal gucken, was damit passiert, wenn man damit auf die Geigenseite schlägt. Gucken Sie mal, hören Sie zu. David und Antoine haben das in ihr Programm aufgenommen. Und Antoine has two little sticks. Die Geige ist nicht gefährdet, keine Sorge, weil es ist schadensgutes Instrument. Und das Ganze nennt sich Fiddlesticks. Und so hat man, und auch heute noch, vor über 150, 200 Jahren in Louisiana Musik gemacht. Meine Herren. Yes, please. I thought you speak German.
song for you. It's all about memories of love and home. And it's called a Bella Lucia.
Hazel and Darwin on vocals. So, einer geht noch, weil dann kommt so eine Mini-Pause, da bleiben Sie einfach sitzen, warten 2-3 Minuten, joggen die nächste Welt. Das ist ein Stück als Greengrass, das grüne Gras, was beim Nachbarn immer schöner ist als das eigene. Mal gucken, Chris hat den Song vor längerer Zeit immer wieder gespielt und wir finden ihn großartige Nummer. Und wir schauen mal, was da passiert. Greengrass! Oh yeah! Und es gibt noch ein Rapboard dazu, für die schmutzige Wäsche zu Hause haben. It's a boy on the rap board. We'll be right back.
Christmas. Thank you. We'll see you all again. Thank you. Vielen herzlichen Dank. Thanks a lot. Wie gesagt, wir machen gleich weiter mit der nächsten Band. Unser Brüll kommt schnell von der Bühne. Und dann kommt jetzt Papa Mari, ein Bluesmusiker aus New Orleans. Sehr spannende Band. Der Mann ist auch schon über 60, hat viel Musik erfahren in seinem Leben gemacht, hat auf Jamaica gelebt, hat eine Reggae-Band gehabt, hat, wie vorhin schon gesagt, immer wieder mit Musikern von Grateful Dead zusammengespielt. Also ein dedicated Grateful Dead Fan und Musiker und spielt im fantastischen Louisiana Blues. Er hat er und zwei Musiker, also ein Trio. Und sie hören einfach jetzt mal die Variante des Blues aus Louisiana. Wir hatten die letzten Jahre noch andere Musiker da, auch aus Louisiana, ein Bluesmusiker. Einer war zum Beispiel Brother D, stört aus dem Tarantino-Movie. Einen Song gehabt, da gab es einen neuen Herrn namens Buddy Flat aus Shreveport auch. Wir hatten vor zwei Jahren Little Buck Senegal, der bei Clifton Janier lange Jahre an der Gitarre war. Und dieses Jahr habe ich, gucke immer nach Musikern, die so in Louisiana, die vielleicht nicht jedes Jahr nach Deutschland kommen. Und er war schon mit anderen Bands auch mal vor Jahren hier, aber nicht alleine. Und ich finde, freuen uns sehr, dass er es geschafft hat. Sind gestern über großen Teich geflogen, direkt aus New Orleans über Richtung Frankfurt und dort haben wir sie abgeholt und man durfte sie eine Nacht sicher holen. Dort sind sie auf der Bühne. Er hat einen Schlagzeuger mitgebracht, der Italiener ist, aber in New Orleans lebt, weil einfach New Orleans ist eine musikalisch fantastische Stadt und irgendwie haben die beiden sich kennengelernt und fanden, das passt gut zusammen. Und er sieht wie alle Italiener wahnsinnig gut aus, also für die Damen, Achtung, aufgepasst. Is he already backstage? Mr. Marcello Benetti on the drums. You know, Marcello, you're the best looking drummer on stage. At the moment. An der Gitarre und auch am Bass wechselt immer sich den Instrument ab. Auch ein Musiker, mit dem Papa Mali immer wieder zusammengespielt hat, zum Aufnehmen gemacht, haben sich eben auch in New Orleans kennengelernt. Absurderweise ist er auch kein, ausnahmsweise kein Amerikaner, er ist Schweizer, ist aber einfach ein Dauergast in Louisiana mit ihm, spielt Gitarre sie werden, und auch Bass. Sie werden, der Mann ist groß und breit und spielt eigentlich mein Lieblingsinstrument, den Bass, Mr. Sacha Rouffieux. Und endlich an dem Platz, an dem ich hier stehe, kommt Papa Mali. Er ist großartiger Musiker. Ich freue mich sehr, dass er es geschafft hat. Er hat seine Gitarre dabei, seine Musik. Und freuen uns sehr viel Freude. On guitar, the man himself, without him, no band, Mr. Papa Mali. Thank you.
pink cotton blues that I can't deny. Always been in trouble, boys. I never did know why. Some say it's my attitude. Others say my love. Those who say my just deserts can take a flying fall. I got those King Cotton blues right down to my core. I can take a licking, boss, stand up and ask for more. It ain't because of courage or account of being brave. I never saw much reason to avoid a early grave. Poison is too slow to snuff away.
has come to go. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Thank you so much, everybody. My name is Papa Molly, and I love being here tonight. I love playing for you. Thank you for being here. Thank you.
Papa Molly! Jetzt gibt es eine kleine Pause. Sie haben zwei Sorten von Musik aus Louisiana gehört. Wir haben jetzt so ein gutes Viertelstündchen. Draußen gibt es CDs, die Musiker sind auch da, wenn sie eine Unterschrift wollen. Weihnachten ist ja auch nicht mehr weit. Und dann kommt Yvette Landry mit ihren zwei Mitmusikern. Da wird es wieder ein bisschen ruhiger. Sie spielen wunderschöne Cajun Musik, tolle Stimmen, Fiddle. Und ich glaube, es wird ihnen auch sehr gefallen. Sie kriegen ja einfach diesen Abend heute querbeet was aus Louisiana. Genau, soweit also kurz entspannen. Und in einem guten Viertelstündchen sehen wir uns wieder. Bis gleich. Im Anschluss gibt es dann noch eine Jam Session. Da sehen Sie nochmal alle auf der Bühne. Und da gibt es dann nur Überraschungen für alle. Bis gleich. Das ist so. Ernsthaft. Die Musiker drehen ja, da ist, wir waren hier wirklich noch harmlos. Glauben Sie es, aber Sie werden großen Spaß haben. Sie würden sowas auch nachmittags, am Sonntagnachmittag können Sie um 16 Uhr in die Whiskey River Lounge fahren und mit 400 anderen Menschen tanzen. Probieren Sie es mal aus, Sie werden großen Spaß haben. Sie sind hier so auf Flyer-Linie rum aus Lafayette. Fahren Sie mal nach Lafayette, der Hauptstadt der Musik in Louisiana. Aus Lafayette kommen noch die nächsten Musiker. Anna Viertel, ein wunderbarer Musiker. Es ist unser heutiger erster Abend auf der Tour. Premiere heute sozusagen für Sie hier im Buchholz in der Nordheide. Mr. Paul Thomas! In der Mitte ein Mann, der hat schon zwei Grammy-Nominierungen, hat auch diverse andere Bands. Wunderbarer Musiker, Producer, großartiger Mann, Mr. Ronnie Romero! Und hier sieht
die Frau, deren Bein es auch ist. Sie war schon mal, wir sind in dem Festival seit 17 Jahren unterwegs, sie 2010 schon mal dabei mit einer anderen Band, mit Love and Rhythm Devils. Heute ist sie mit ihrer eigenen Band dabei. Sie spielt Gitarre, singt, sie werden es gleich hören. Ihr werdet einen Friends, viel Spaß! See my hair with
sails through. But the ring on the finger you're wearing is for nothing but truth. This next song I wrote about my daughter that is now 15, and she's not so much a little girl anymore. This is a little modern day blues song I wrote. Thank you.
Thank you so much. So we're going to feature our fiddle player right here, Mr. Bill Thomas, and we're going to do a little what we call Louisiana swing music for you. Together to come and give y'all a little Louisiana treat. And we all play in Cajun bands, so this next song is a song I wrote. It's a little Cajun tune, a drinking song, which most of them usually are, called Miss Your Bartender. Thank you.
Thank you.
Does infidelity work out? Do you understand that? Infidelity? I say this is a melody of infidelity right here. This is talking about Tinana, the other woman. No, no, no.
Thank you.
Thank you so much. So back home in Louisiana, we have a penitentiary, a prison, which is infamous for being one of the worst prisons in the United States. And it's a prison named Angola. And I had the opportunity to visit the prison and actually perform for some of the inmates. And I wrote this song about that prison. Lifetime, no way to run.
friends back. Thank you so much for having us. What a great first night for us. Thank you all. Give yourselves a hand. Let's have a party, y'all. One, two, a one, two, three. Some people like to rock, some people like to roll, but living in a groove is gonna satisfy you, so let's have a party. Yeah, let's have a party. Tell the people why we chose to do this song. Well, just as we were rehearsing this evening to do the encore, we got the news that the great Fats Domino passed away today. Which is, yeah, exactly. You know, exactly. All over the world, he is great ambassador of rock and roll, but especially in Louisiana, where we're from, he is royalty. And we just want to dedicate this song to the great Fats Domino and thank him for all the beautiful music he gave us throughout the years. Fats Domino. You're gonna wonder why.
else to stay up here, and we're gonna do a little twin fiddle and T-fab medley for you. Yes, no? Nine? we use this as a rhythm instrument when the music is too soft and the people are too loud and we don't have drums, so you'll see what it does. Thank you.
Stand by. American Dave and Bruce and Sandro Festival. Vielen Dank an Kurt in der Nordhalle. Vielen Dank an alle, die uns hier eingeladen haben. Vielen Dank an Sie. What is it all, eyes? It was pretty clear that I want another one. Thank you.
Thank you very much, Tracy McGoo. Eva Lovely. Mr. Chris Hall on the podium. Papa Lyle on guitar. Mr. Robin Romero. Mr. Boy Thomas. Mr. Alec Bowen. Hazel Scott. Sasha Ruffier. Montana Delonte. Antoine Fett. Lisa Bensley. Jahr im November, am 15. November nichts zu tun haben, kommen Sie zum Irish Folk Festival. Ist noch ein Jahr Zeit, aber vielleicht kann man es schon mal merken. Sonst wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, schöne Feiertage, die ja irgendwann mal kommen und wir sehen uns irgendwo anders, kommen Sie uns beehren. Wenn Sie nichts zu tun haben, wir sind morgen in Kaiserslautern. Oder wir sind am Sonntag in Berlin. Oder Ende, Anfang November in München. Gucken Sie auf unsere Website American Cajun Blues Zydeco Festival, acbzf.de, Cajun Roosters, Evan Landry, Papa Marley. Vielen Dank, merci beaucoup, thanks a lot.